und herzlich willkommen, liebe Zuschauer in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Erlebt TV, einer Sendung von CBN. Die Karriere, die Beziehung, die berufliche Leistung, die eigene Fitness. Am besten sollte es überall perfekt laufen. Schließlich möchte man erfolgreich sein und eine bestimmte Lebensqualität erreichen. Obwohl uns klar ist, dass wir nicht immer und überall 100% geben können, versuchen wir es doch viel zu oft und setzen uns so selbst unter Druck. Dass das Probleme mit sich bringen kann, wird einem erst im Laufe der Zeit bewusst. Unser Thema: hohe Erwartungen. Ich wollte perfekt sein. Immer sein Bestes geben. Bestimmt kennen Sie diese Devise auch, vielleicht aus der eigenen Schulzeit oder aus dem Sportverein. Für Christoph Kipfer ist es selbstverständlich, stets das Maximum aus sich herauszuholen. Schon als junger Mensch stellt er hohe Ansprüche an sich selbst. Ich wollte schon immer erfolgreich sein oder vielleicht auch genügend Geld haben für meine Familie. Und ich habe mir Mühe gegeben, einfach im Job und ja, auch mit meinem Geschäft, das ich gegründet habe. Meine Messlatte in meinem Leben lag natürlich schon relativ hoch. Deshalb hatte ich natürlich an mich hohe Ansprüche, aber auch an die anderen um mich herum. Sei es im Beruf, sei es in der Freizeit. Ja, einfach hohe Erwartungen. Christoph Kipfer ist es gewohnt, stets sein Bestes zu geben. Er ist Christ und so hat er auch, was den Glauben betrifft, hohe Ansprüche an sich selbst. Dieser Glaube oder diese Bibelverse macht mir auch Druck. Zum Beispiel, ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Geht ja nur, wenn ich mich liebe und sonst geht das gar nicht. Und solchen Fragen bin ich oft nachgegangen und ja, ich hatte Druck, weil ich immer dachte, ja, die Messlatte ist viel zu hoch, dass ich das erreichen könnte. Dann kam die Corona-Pandemie und Christoph erlebt, wie unterschiedliche Sichtweisen die Gesellschaft spalten. Das machte mir Angst und brachte mich auch durcheinander. Und schlussendlich ja, kam ich da immer wie mehr ins Grübeln und habe dann auch sehr schlecht geschlafen. Die Schlafstörungen verstärken sich im Laufe der Zeit. Zudem steht Christoph beruflich unter Druck, denn er ist Lehrer und auch die Schulen kämpfen mit der Pandemie. Es kommt der Tag, da Christoph befürchtet, sein Leben nicht mehr meistern zu können. Er wird depressiv. Ich habe einfach gemerkt, dass das Selbstvertrauen immer weniger wurde und ich mich gefragt habe, ja, bin ich überhaupt fähig, zu unterschiedlichen Dingen das zu meistern. Selbstzweifel und das Gefühl, überfordert zu sein, werden zu Christophs ständigen Begleitern. Also ich habe das gemerkt, dass ich mich zuerst hinterfragt habe, vielleicht im Beruf, aber dann ging es immer weiter, natürlich auch als Ehemann und als Vater von drei Töchtern. Und ich merkte einfach, dass das Gedankenkarussell nicht aufhört. So viele Selbstanklagen plötzlich auch kamen und ich mich so richtig als Verlierer, als Loser fühlte. Und ich dachte, ja, alle anderen machen es sicher besser und die prestieren dieses Leben. Nur ich irgendwie bin zu schwach oder zu sensibel, um das schlau zu meistern, das Ganze. Ja. Christoph merkt, dass er alleine nicht mehr aus der Depression herausfindet und sucht Hilfe. Ich ging dann natürlich zuerst zum Arzt, dann in die Psychotherapie. Schlussendlich landete ich in der psychiatrischen Klinik. Das macht natürlich auch Angst, wenn man so weit kommt und sieht, ja eben, man hat gesunde Kinder, eine liebe Frau, einen guten Job, ein Haus. Und trotzdem merkt man, ja, es steht gar nicht gut. Das war sehr schwierig, ja. In der Klinik erfährt Christoph ärztliche und therapeutische Hilfe. Doch einen Ausweg aus der Depression findet er nicht. Der schlimmste Tag, den ich erlebte, war die Konfirmation von meiner Tochter. Da durfte ich am Morgen nach Hause von der Klinik in die Kirche. Und schlussendlich, ja, ich habe einfach geweint. Ich hatte keine Energie und Kraft und auch die Menschen um mich herum haben geweint. Und wir waren alle irgendwie hilflos.
Und es tat mir so leid und ich habe mich auch da geschämt, weil ich das Hindernis war für dieses Fest, wo sich doch alle freuen wollten. Die Menschen im Umfeld von Christoph reagieren nicht alle einfühlsam und verständnisvoll. Man hört es auch von Freunden, du hast doch alles, was ist mit dir los? Reiß dich doch endlich zusammen und du kannst doch wieder arbeiten oder jetzt, ja, du musst dich in den Arsch kneifen. Solche Aussagen kamen. Es kommt die Zeit, an der Christoph am Tiefpunkt seiner Depression angekommen ist. Die schlimmste Phase war so, dass ich wirklich tatsächlich nicht mehr leben wollte, dass ich wirklich sogar zu Gott gebetet habe, nimm mich weg hier, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich wollte so nicht mehr leben. Ich konnte mir nicht vorstellen, wenn das noch weitergeht, so über Monate oder Jahre, dass ich so noch leben sollte. Es war einfach wie ein schwarzes Loch oder eine Wüste ohne Wasser. Christoph verzweifelt am Leben. Doch noch will er dem Gedanken an Suizid nicht nachgeben. Stattdessen wendet er sich im Gebet an Gott. Ich habe wirklich zu ihm geschrien und gesagt, wenn es eine Lösung gibt, weiß ich, dass es wahrscheinlich nur du kannst und bist, weil ich habe ja alles versucht, zig Medikamente ausprobiert und nichts hat eigentlich was gebracht über Monate. Und ich wusste ja, nur Gott kann mich da aus dieser Scheiße holen, wirklich. Dann stößt Christoph im Internet auf eine christliche Organisation, die telefonische Gebetsunterstützung anbietet. In seiner Not ruft er dort an. Natürlich, ich war so verzweifelt. Mir war fast jedes Mittel recht, damit es mir besser geht. Das hat mir dann wirklich geholfen und ich habe da eigentlich wöchentlich telefoniert. Da konnte ich über alles sprechen und ich konnte sehr ehrlich sein, wurde ernst genommen. Es wurde für mich und nicht nur für mich, auch für meine Kinder und Familie gebetet. Das war so mein Anker wöchentlich, dieses Telefon. Also hat mir sogar mehr gebracht als jeder Psychiater oder Psychologin oder Medikament. Die regelmäßigen Gespräche und Gebete helfen Christoph, nicht aufzugeben und Geduld zu haben. Auch das Ergebnis einer Blutuntersuchung macht ihm Mut. Da wurde herausgefunden, dass ich eine Stoffwechselstörung habe, also viel zu wenig Eisen im Blut. Und das konnte ich dann mit Mikronährstoffen ergänzen. Und das war sicher ein riesiger Faktor. Christoph geht es Schritt für Schritt etwas besser und so entschließt er sich, mit seiner Familie in den Urlaub zu fahren. Und dort im Urlaub kommt es zum Wendepunkt in seinem Leben. In einer Nacht, als ich wieder nicht schlafen konnte, habe ich mich wirklich gefragt, oder auch Gott oder die Kraft oder das Göttliche, was auch immer, was soll ich nun tun? Ich bin in den Ferien, kann wieder nicht schlafen. Und dann ging ich spazieren und plötzlich kam mir ein Bibelvers in den Sinn, Jesaja 54,10, wo es so kurz zusammengefasst heißt, es können Hügel und Berge und alles einstürzen, aber die Liebe und die Gnade ist garantiert oder der Friedensbund. Das hat mich so berührt und getroffen und ich bin wirklich nicht der emotionalste Mensch. Ich habe circa eine Nacht einfach geweint und es ging so viel Last von mir und ich habe wirklich diesen Gott wie erlebt oder wirklich wie eine Begegnung. Dieses Erlebnis verändert Christophs Glauben. Vorher war ganz vieles für mich Theorie oder eben Religion. Und dieser Vers, und der nahm mir ganz viel Druck weg, weil es dort eben darum geht, dass die Liebe und Gnade garantiert ist. Auch die Menschen, die Christoph regelmäßig am Telefon mit Gespräch und Gebet unterstützten, spüren seine Veränderung. Ich habe Christoph fast nicht wiedererkannt. An der Stimmlage. Er rief an und ich dachte, bist du das, Christoph? Er klang ganz anders. Ich erinnere mich auch, dass er sagte, selbst die Putzfrau müsste ich in den Arm nehmen. Er war nur glücklich. Er war so beschwingt und glücklich.
dass ich dachte, wow, was für ein Wunder ist hier passiert. Und ich war so dankbar dafür, dass er das erleben durfte. Christophs Depressionen klingen nach und nach ab. Er kann wieder Freude empfinden und möchte, dass auch andere Menschen den Weg finden zu einem besseren Leben. Diese Hoffnung möchte ich weitergeben, dass Gott auch andere Menschen berühren kann, weil er meint es ja gut für alle Menschen eigentlich, aber diejenigen, die so tief im Sumpf sind auch oder kaputt sind, Gott will ihnen Hoffnung geben. Und ich möchte mich gebrauchen lassen, zu zeigen, dass das möglich ist eben. Christoph hat erzählt, dass er sich schon immer stark selbst hinterfragt und auf den Prüfstand gestellt hat. Er wollte eben privat und beruflich die besten Leistungen zeigen. Und dann erlebte er, wie unzureichend er sich fühlte, als das nicht mehr gelang. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie denken Sie darüber? Finden Sie es wichtig, hohe Ansprüche an sich selbst zu haben und sich zu hinterfragen? Sind Sie manchmal auch etwas zu selbstkritisch mit sich? Dann schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite und hinterlassen Sie einen Kommentar zur Sendung. In unserer zweiten Geschichte geht es um Adam Davis aus den USA, der ebenfalls sehr viel von sich selbst erwartet. Es ist vor allem sein Gottesbild, das ihn dazu bewegt, sehr hohe Maßstäbe an sich selbst anzulegen. Schon von klein auf strengt Adam sich an, seinen eigenen Ansprüchen und denen seiner Familie gerecht zu werden. Wir waren immer in der Kirche, 5, 6, manchmal 7 Mal die Woche. Das war gut. Ich fühlte mich Gott nah. Adam Davis hatte als 10-Jähriger Jesus gebeten, in sein Leben zu kommen und ihm die Sünden zu vergeben. Christ zu sein hieß für Adam, Gottes Regeln zu folgen und perfekt zu sein. Ich wollte gut sein und alle Standards erfüllen. Aber das konnte ich nicht. Und wenn ich das nicht konnte, was bringt es mir, es weiter zu versuchen? Da er an seinen hohen Maßstäben scheiterte, gewöhnte Adam sich an Kompromisse. Als Schüler ging er zwar sonntags in die Kirche, doch in der Woche trank er oft Alkohol und flirtete mit den Mädchen. Kann man das Sünde nennen? Ja, es war schlecht. Sowas kränkt Jesus. Aber das erkannte ich nicht, weil ich zu Jesus keine Beziehung hatte. Es fiel mir schwer zu verstehen, wer Jesus wirklich war. Nicht nur eine Person aus der Bibel. Nach der Schule heiratete Adam seine Freundin Amber. Er versuchte, ein guter Christ zu sein, doch für ihn gehörte Jesus nur in die Kirche. Ich kannte ihn aus Gebeten und aus der Liturgie, aber ich kannte ihn nicht aus meinem Alltag. Ich hatte Gott seine Rolle zugewiesen, er gehörte in den Gottesdienst. Und so war es leicht, Entscheidungen zu treffen, die ihm keine Ehre machten. Als Adam und Amber 2 Kinder hatten und gerade das 3. unterwegs war, bewarb sich Adam bei der Polizei. Ich wollte Strafverfolgungsbeamter werden. Nicht wegen der schnellen Autos oder der Waffen. Nein, ich fühlte mich dazu berufen. Der Beruf passte auch gut zu seiner Art des Glaubens. Zu meinem Gottesbild gehörten Regeln und Vorschriften. Ich wollte Menschen an das Gesetz binden, das Gesetz durchsetzen, einen guten Job machen. Und ich dachte, dass man dafür besser sein muss als andere. Das setzt unter Druck und ist anstrengend. Psychisch total anstrengend, so zu leben. Immer perfekt sein zu müssen. Er arbeitete für viele Dienststellen und stieg schnell auf. Doch seine Karriere forderte einen hohen Preis. Der enorme Stress in meinem Job belastete meine Ehe sehr, denn er belastete mich. Ich war mental erschöpft, spirituell erschöpft, emotional und auch körperlich erschöpft. Ich wollte nicht mehr reden, sondern nur noch runterfahren und meine Ruhe haben. Mein Bestes investierte ich auf der Straße, in die Ermittlungen, in den Job. Ich gab mein Bestes und es blieb nichts für meine Familie. Dann wurde Adam ins Ressort Sexualverbrechen versetzt. Die Verbrechen erschütterten ihn derart, dass er begann, an Gott zu zweifeln. Den Schmerz zu sehen, den Menschen durchmachen, und dann dieses dreiste Böse, das überall ist und das niemand sieht, das brachte mich dazu, Gott zu fragen, wenn du uns liebst, warum passiert so etwas dann? Wenn du uns liebst, warum leiden dann kleine Babys? Warum leiden Kinder? Warum leiden unschuldige Menschen? Warum ist so viel Böses da? Es war, als würde ich Gott verhören. Ich sagte, wenn du Liebe bist
Und die Bibel, dein Wort sagt, dass du Liebe bist. Wenn du also Liebe bist, warum geschehen dann diese Dinge? Dieses Ringen mit Gott dauerte ungefähr 6 Monate. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Dann kam der Punkt, an dem ich sagte, ich wollte einen Beweis, dass es dich gibt. Fakten finden, dass es dich gibt, aber ich habe nur dein Wort. Ich kann nicht beweisen, dass es dich gibt. Ich kann dich nicht anfassen, aber ich glaube an dich, weil ich glauben will. Innerlich war ich zerbrochen und fühlte mich niedergeschlagen. Ich war am Ende meiner Kräfte angekommen und ich kapitulierte. Nichts ist wie die Liebe und Wärme, die ich von Jesus in dem Moment bekam. Zu kapitulieren befreite Adam von allem Druck, perfekt sein zu müssen. Er vertraute Jesus Christus sein gesamtes Leben an. Ich hatte gar nicht mehr den Wunsch, bestimmte Dinge von früher zu tun. Das passte nicht mehr, aus vielen Gründen. Es fühlte sich nicht richtig an. Stattdessen will ich ein besserer Ehemann sein und ein besserer Vater. Ich verstand, dass wir eben in einer gefallenen Welt leben und dass Gott Liebe ist und er für uns da ist. Er gibt uns Kraft, Dinge zu überwinden und dabei siegreich zu sein. Er gibt uns die Fülle des Lebens. Adam ist nicht mehr bei der Polizei, pflegt aber engen Kontakt zu den ehemaligen Kollegen. Er erzählt gern, wie frei er sich fühlt, seit er sein Leben Jesus anvertraut hat. Egal wo du bist, egal wie gut oder wie schlecht es auch steht, für all das ist Jesus die Antwort. Er ist die Antwort. Es ist egal, wie düster dein Leben ist, ob du schlecht bist oder dich bemüht hast. Jesus ist der Weg. Dieses Bild von Gott, der ständig droht, zuzuschlagen, der nur darauf wartet, endlich jemanden in die Hölle schicken zu können, das ist alles nicht wahr. Er ist Liebe. Wenn wir das verstehen, ändert sich so viel. Und wenn wir das dann auch erleben, verändert sich alles. Adam ist sicher, dass er Jesus Christus und die Liebe Gottes erlebt hat. Für ihn ist heute klar, dass er diese Liebe nie hätte verdienen können. Egal wie sehr er sich auch bemüht hätte, sei es nun um einen guten Lebenswandel oder darum, ein guter Vater zu sein. Mehr dazu jetzt von Andreas. Wissen Sie, was ich glaube? Jeder Mensch hat irgendwelche Ideale. Das mögen je nach gesellschaftlichem Umfeld unterschiedliche Werte und Ideale sein. Und ich vermute, wenn man es wirklich ernst damit meint und ehrlich mit sich selbst ist, dann kommt es vor, dass man scheitert. An seinen eigenen Maßstäben und den damit verbundenen hohen Erwartungen. Kennen Sie dieses Gefühl? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Ich lese Ihnen dazu mal vor, wie es dem Apostel Paulus damit erging. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, dann tue ich es doch. So beschreibt er es im Römerbrief Kapitel 7 und drückt damit ein Dilemma aus, das jeden, der Ideale hat, ereilt. Ich will es, schaffe es aber nicht. Manche würden ja jetzt vielleicht sagen, na, und dann ist es halt so, und wischen damit das Problem vom Tisch. Also weg mit den Maßstäben. Und doch spüren wir, dass Ideale und Werte nicht an Wert verlieren, nur weil wir sie nicht halten können. Folglich müssen ja wir das Problem sein. Und kennen Sie möglicherweise Gedanken, die Ihnen sagen, ich bin nichts wert, weil ich mich selbst und andere enttäusche, wenn ich nicht so lebe, wie ich es mir eigentlich wünsche, wenn ich Ziele nicht erreiche? Früher oder später kommen wir zu dieser Erkenntnis und sind gezwungen, damit umzugehen. Je nachdem, wie sie veranlagt sind. Meiner Meinung nach ist das kein religiöses Problem, denn das passiert auch völlig unreligiösen Menschen. Die Bibel löst unser Dilemma auf einzigartige Weise auf. Wir müssen nämlich einerseits unser Versagen nicht verdrängen oder kleinreden. Wir dürfen andererseits aber wissen, dass wir trotzdem wertvoll und geliebt sind, obwohl nicht alles perfekt ist. Das hat auch den Apostel Paulus verändert. Er schreibt, aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Es ist diese Liebe, die uns frei macht und genau dadurch viel mehr befähigt, das gute Leben zu führen, das Gott sich für uns wünscht. Wie wär's mit Gebet? Lieber himmlischer Vater, danke, dass deine Liebe stärker ist als unser Versagen. Und danke, dass wir ein von guten Werten und deinen Ideen geprägtes Leben führen dürfen.
Diesen Anspruch müssen wir nicht aufgeben, im Gegenteil. Du sagst, du gibst Leben in Fülle. Hilf uns, in der Freiheit zu leben, die in unser Herz kommt, wenn wir deine Liebe verstehen. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 18 18 88 00. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 18 18 88 00. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Wie humanitäre Hilfe ganz praktisch aussehen kann, zeigen unsere nächsten beiden Beiträge. Wenn Naturkatastrophen wie Stürme oder Fluten ihre Spuren hinterlassen, stehen die Betroffenen oft vor dem finanziellen Aus. Da bedeutet Hilfe bei Reparatur- oder Aufräumarbeiten manchmal für mehr als nur eine Familie einen Neustart. Als ein Zyklon auf Indiens Küste traf, fegten starker Wind und Regen über die Dörfer. Beschädigt wurden nicht nur Häuser, sondern auch die Boote, auf die die Fischer angewiesen sind. Im Boot von Koken mussten Rumpf und Deck repariert werden, aber er hatte dafür kein Geld. Das ist unsere einzige Einkommensquelle. Was sollen wir tun? Wir sind arm und auf dieses Boot angewiesen, um leben zu können. Es zu reparieren kostet tausende Rupees. Die haben wir nicht. Es geht nicht nur uns so. Wir teilen das Boot mit anderen Familien und alle kommen kaum über die Runden. Wir fühlen uns hilflos. Nach dem Zyklon kam Operation Blessing in den Ort und versorgte die Menschen mit Lebensmitteln und Wasserfiltern. Und sie reparierten das Boot von Koken und den anderen. Ich bin froh über das reparierte Boot. Jetzt gehen wir wieder fischen und sorgen so für den Lebensunterhalt unserer Familien. Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung. Mein Mann, die Kinder und ich und all die anderen Familien sind sehr froh. Dank euch können 5 Familien wieder mit dem Boot rausfahren. Ihr habt uns das Leben zurückgegeben. Der Blitz machte einen lauten Knall und ich schreckte aus dem Schlaf hoch. Die Kinder waren schon wach. Ich hörte, wie sie nach mir riefen. Vor einigen Jahren haben Beth und Albert ihre Enkelkinder adoptiert. Als der Tropensturm über den Südosten Texas hinwegfegte, sorgten Beth und Albert sich vor allem um die beiden Kinder. Ich fragte, ob sie okay sind, und sie sagten ja. Aber der Flur war schon voller Wasser. Bis ich am Telefon war, um meinen Mann anzurufen, stand das Wasser schon mehr als 5 cm hoch. Ich sah kleine Fische in meiner Küche schwimmen. Das Wasser war kniehoch, als ich rausging zum Truck. Sie fuhren zu Alberts Schwester und brachten sich dort in Sicherheit. Einige Tage später kehrten sie zurück nach Hause. Leute meinten, es sei ja nur ein Sachschaden. Aber es ist mehr. Es ist belastend und quälend, wenn man so etwas durchmachen muss. Weil sie nicht versichert waren, befürchtete Beth, dass sie nun allein und ohne Hilfe waren. Doch es kam ganz anders. Der Grundschullehrer von Caitlin fragte, ob wir Hilfe brauchen. 3-4 Stunden später stand jemand vor der Tür mit einem Antragsformular von Operation Blessing. Einige Tage später kam ein Team von Freiwilligen, um der Familie wieder auf die Beine zu helfen. Ich war überwältigt, als ich sie sah. Ich fing an zu weinen und sagte nur, danke, ihr seid hier, um uns zu retten, aber wirklich. Sie haben alles zusammengetragen und im Schuppen verstaut. Sie haben die Wände überprüft und nasse Stellen ausgebessert. Sie haben die Rigipsplatten und die Isolierung entfernt und alles gesäubert. Den Kühlschrank auseinandergenommen, um ihn durch die Tür zu kriegen. Und sie haben kontrolliert, ob alles jetzt sicher ist. Nun können Beth und ihre Familie wieder nach vorn blicken. Sie wissen, dass sie nicht allein sind. Menschen sind zu uns gekommen und haben Zeit, Geld und Arbeit gegeben, weil wir ihnen wichtig sind. Vielen Dank für eure Hilfe. Danke. Oh, ich freue mich voll für die Familie. Die hat jetzt ihr Zuhause wieder. Wie gut, dass es so eine Unterstützung für Menschen in Notsituationen gibt.
Ja, und vielleicht wollen Sie, liebe Zuschauer, sich an humanitären Projekten beteiligen. Oder Sie wollen diese Sendung unterstützen, damit wir eben auch weiter erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der Webseite, die eingeblendet wird. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch am Ende der Sendung. Ja, liebe Zuschauer, mit unserer Sendung heute haben wir ein ganz wichtiges Thema angefasst. Und falls Sie spüren, dass Sie mit Perfektionismus kämpfen und gerne Gebetsunterstützung hätten, rufen Sie an. Unsere Gebetshotline ist jetzt noch für Sie da. Vielen Dank an dieser Stelle auch für Ihre Gebete, Ihre finanzielle Unterstützung für ElebTV. Ja, und schön, dass Sie heute mit dabei waren. Empfehlen Sie uns gerne im Freundeskreis weiter, wenn Sie wollen. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Gottes Segen. ElebTV ist eine Sendung von CBN und finanziert sich vor allem durch Spenden. Möchten auch Sie ElebTV unterstützen? Dann spenden Sie und beteiligen Sie sich so an der Herstellung weiterer Folgen.